Hallo, euer Sistra ist wieder am Mikrofon. Es geht heute im Motorsportmanager nach München und das machen wir jetzt auch. Sofort die Sponsor wählen, Teile, das bleibt so. Das kann ich aktuell nicht ändern. Sobald die Federung besser ist, kriegt das der andere. So, und dann machen wir es wie letztes Mal. Training wird simuliert, Qualifying wird simuliert. Dann schauen wir mal. Hey, ihr habt es letztes Mal gemerkt, wir fahren komplett hinterher. Wir können froh sein, wenn wir ein, zwei Plätze gut machen. Oder die Strategie, aber ansonsten fahren wir komplett hinterher aktuell. Das wird jetzt über die Saison so ein bisschen besser. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir einfach einen Ingenieur gefunden haben, der halbwegs gut ist. Das macht sich dann über die Saison doch ganz schön bemerkbar. Also bei zwei der Saisons sind die 17 Punkte auf Aufhängung, dann jedes Mal schon 50 Punkte, die du dann mehr hast. Und das ist schon ein bisschen. So. Vater einfach Session simulieren. Wir kriegen hier so nichts zusammen, wirklich, also nicht effektiv zumindest. Schau mal. Ihr seht das. Aber die Tank hier sogar schneller als Channel, das ist interessant. Schon nicht schlecht. Der wird hier noch ein bisschen einfach schneller sein, aber. Ja, nicht schlecht, wir haben kein Bulls zusammengekriegt. Ja, das kann man aber auch nicht erwarten bei den schlechten Feedback-Werten, die wir haben. Das ist eigentlich klar. So. Wir haben nichts. Gar nicht. Wir haben gar nichts. So gut. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wie schlecht sieht die denn? Gar nicht so schlecht. Also hier passt das. Ja, hier könnte man deutlich heller stellen. Ja, von mir in die Front. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ekelhaft. Das ist nicht so ein bisschen eklig. Ich muss mal kürzer stellen, das ist noch ein Blödsinn hier. Na gut. Damit kriegen wir noch ein paar Prozent, denke ich, mehr raus. Das ist nicht schlecht. Fahren, ja, Soft sowieso. Der muss fast komplett in die Front, den hau ich jetzt. Ha, was? Wieso hau ich denn das so? Weil ich dann natürlich viel, viel härter stellen muss. Und hier ins Limit. Nicht ganz so sehr in die Front, aber so und natürlich deutlich kürzer. Und weil der hier ganz gut war, das lassen wir so. Das sieht doch gut aus. Das wird, denke ich, nicht schlecht sein. Na, da kann ich immer noch ein bisschen was machen am Setup. Das ist ganz gut, wenn ich dann die Basis habe. So ein bisschen Ahnung habe ich auch. Also so ein bisschen Erfahrung auch schon. Da sehe ich halt wie schon, in welche Richtung das gehen muss. Aber manchmal ist das richtig kompliziert mit dem Setup und es gibt diese Möglichkeiten oder Strecken. Das werdet ihr dann noch sehen bei der Geschichte. Schwarzes Meer nachher, da ist es teilweise sehr schwer bis eigentlich unmöglich, zum Teil wirklich perfektes Setup zu finden. Das könnte beim Gelland nämlich hier der Fall sein, weil der relativ schwer ist mit seinen 74 Kilo. Und das finde ich so eine Zusatzkomponente, die die Entwickler hier angenommen haben, die finde ich nicht so pralle, offen gesagt. Weil, wenn man das machen will, dann müsste man diese ganze Marktfähigkeitsgeschichte bei dem Fahrer mal komplett ändern. Das ist einfach Mist. Weil ich muss den Fahrern hauptsächlich nicht nur auf die Marktfähigkeit achten, sondern muss zusätzlich zu der Marktfähigkeit noch das Gewicht beachten. Vor allem so wie bei den meisten Fahrern die Marktfähigkeit mal deutlich anheben. Weil einfach die meisten Fahrer dadurch schon rausfallen. Das ist nicht so pralle. Das ist nervig. Das ist halt blöd, dass viele Fahrer so aushalten, aber kann es eigentlich kaum einen davon auswählen, weil die Marktfähigkeit so schlecht ist. Und die Sponsoren sind schon richtig wertvoll. Also du musst schon mindestens auch die Marktfähigkeit von eigentlich mal 80, 85, am besten über 90% sein. Das ist eigentlich ja dein Ziel. Weil das kannst du halt über solche Fahrer erreichen. Das ist halt. Kann man nicht. So. Ja, so hier. Das sieht nicht so schlecht aus. So ein bisschen zu hart. Über ihn könnte ich ein bisschen, aber ich mache jetzt hier nichts mehr. Muss ich gucken, 8 bis 10 Runden, wir haben 17, ja, ganz klar, Medium. Wir wissen jetzt nicht, ob es regnen wird, aber ich nehme die ganze Zeit die Medium, weil die sind einfach dann gerade im Mittelbereich etwas leistungsfähiger, das ist schon ganz gut. Da sind wir ein bisschen flexibler damit. Ja, 84% ist nicht so, aber ich ein bisschen sogar zu harter. Medium, 8 bis 10, los, ab geht's. So, diesmal gehen wir richtig in die Startausstellung rein, oder? So machen. Ne, Feuer machen wir. So, das ist doch klasse. Dann schauen wir uns nämlich den Start mal richtig an. Das sieht gut aus. Ah, der hat ja unterschiedliche Feuer. Okay.
von der Leistung her ein bisschen besser. Ja, sehr schnell. Tang dreht sich momentan vor. Er dreht sich durch. Also die erste, die können wir mal in so einem langsamen Tempo ein bisschen aus gemütlich gesucht, ein bisschen anschauen, für mich die halbe Runde, das macht ganz schön Spannung. Ja, sehr schön. Richtig gut ab der Bottom. Ich zitate, das ist hier gar nicht schlecht. Hier vorbei, hier noch 15. Pierlepp wird komplett hinten dran, also. Ja, der Pierlepp ist Fahrer, das ist deutlich schlechter. Der Tank ist gar nicht so schlecht. So. Schon mal hinterher hier. Bleiben dran. Bleiben dran. Jetzt geht's raus auf die Start und ziehen gerade. Ah, da fehlt er den Platz. So. Jetzt zoome ich ein bisschen raus und beschleunigen wir, damit der jetzt hier noch vorankommt. Aber so die erste Runde, die gehen wir gleich mal. Der Verfolger beste Team ist einfach was geil. Ah, okay, dann muss ich mal auf die Schätze gerade drauf machen. Über 40%. Mit auspushen hier. Wenn das jetzt hier für den Teil abschickt, das ist eigentlich relativ sinnlos, weil eigentlich kannst du es da nicht ausfahren so richtig. Das macht eher Sinn, das auf dem linken gerade normalerweise zu nehmen. Machst du eigentlich auch. Vor allem, wenn du hier nicht steuern kannst, wie viel da rein bin. Dann nimmt ihr alles raus, seht ihr ja. Das ist halt ein bisschen blöd. Du wirst wieder komplett zurückgefallen. Ist das genial? Ja, ist das ja nicht. Ja, das ist halt. Ich denke, in der zweiten Saison wird das schon ein bisschen besser werden. Da müssen wir auch mal gucken. Aber ich denke, die Fahrer. Safety Cars, das ist natürlich mal ganz toll. Was. Ja, werden wir machen. Die gehen auf neue Mediums. Ich tanke komplett voll. Ich mal das erste, dass ich gleich komplett voll tanke. Dann brauchen wir nur noch einmal Reifen zu wechseln. Und jetzt noch hingehen. Jetzt natürlich noch zurückhalten nach, da sparen wir jetzt, was wir noch sparen können. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig zu schießen, ist ein bisschen die Strategie, aber manchmal hilft das. Der Vorteil ist, ich kann jetzt einfach voll tanken. Wir müssen aber beim zweiten Zeitpunkt, wir kennen uns einfach tanken. Das ist mir ganz hilfreich. Also, ich jetzt beide einhole, verwenden sie in der Zeit. Das ist für ihn nicht so schlimm und einige stoppen mich. Das ist für uns immer dann der Vorteil. Ich bleib mal auf dem Board tanken. Wir sind raus, Giuliani. Der Bini Giuliani. Auch ein relativ starker Fahrer. Den habe ich auf einem anderen, also einem älteren Spielschritt noch als Fahrer. Nämlich zusammen mit der Pene. Die haben sie komplett genannt, auch komplett vom Bild vom Äußeren. Haben sie die komplett genannt, die Alex und Pene. Ja, schon genial, oder? Hat schon was. Der Innenrand. Ob ich sie so gut finde, ich weiß es nicht. Aber ja, ganz gute Fahrerinnerung. Gerade das mit dem DC, die ist schon spannend. Muss ich mal sagen. Gerade natürlich, dass jetzt der. Na, wie heißt das? Der gute Rodriguez. Am Anfang im Team hat und nicht nur frei ist. Das ist natürlich schon eine ganz starke Änderung. Weil der war ja der Urfahrer schlechthin eigentlich. Also, was der aus dem Auto und konnte, das war mindestens im Sitz mehr, wenn ich eher noch gesagt. War schon genial. Stopp mal ganz kurz, dass ich das mal einstellen kann. So. So, dann gleich auf die Gerade hier richtig rauspushen, rausdrücken hier. Was wir haben. Wir haben so nicht viel, aber irgendwie sind wir schon. So. Ich überlege jetzt sogar Folgendes zu machen. Dass wir auch gefahren. Etwas zurückhalten von den Reifen, ich will durchfahren. Es bleibt schon mal trocken, ich will es durchfahren, oder? Und Sprit können wir durchfahren? Dann werden wir das. Ich glaube, wobei das mit Bilanz wahrscheinlich keinen Sinn macht, oder? Nee. Das ist bei 18%. Aber der rote Bereich ist gleich niedrig. Das ist bei Bilanz muss ich stoppen, das hat hier keinen Sinn. Ja, da muss ich stoppen und gleich probieren. Das hätte ich jetzt machen sollen, das war ehrlich. Ja, ich versaut. Vermasselt. So. 18%. Also nächste Runde würde ich stoppen, kriege ich nochmal frische drauf, muss ich reparieren, weil die hält nie. Allerdings, das Ding wird echt nicht schlecht sein auf die Dauer. Und ich kann auch jetzt schon runterfahren, bevor es gefährlich wird. Das ist gar nicht schlecht, aber durchfahren kann er nicht.
18 hält noch. Also ich falte bei ihm ein bisschen mehr. Und werde dann auf die Softs gehen, dann sagt ihr etwas weiche Windreifen. Wir haben ja eh keine Lust, dann ist es egal. Wenn ich bei ihm für. Schau ich uns mal an. So, so. Ich muss gleich natürlich unseren Bus wieder zinken hier. Wie ist der Zustand? 14%. Eine Runde kann er aber noch, das ist gut. So. Hier sieht man das auch nochmal, das ist ganz cool. Was hat der hier? Zufrieden, aha, okay. Alles klar. Das 10 Gang halten die 6 bis 8 Runden bei ihm, das ist ein bisschen zu knapp. Oh, das ist zu knapp, das klappt nicht, das wird nichts. Das wird nicht wirklich was. Bei 8 verbleibenden Runden oder 7 dann noch, das wird sehr knapp. Das bringt dann eigentlich nicht viel. Dann macht es eher Sinn, tatsächlich die mittleren Reifen zu nehmen. Ich hau dann aber auf die Softs. Hier haben wir einen Sprit, aber das muss ich reparieren. Das bringt nichts. Das geht nicht anders. Das funktioniert einfach nicht. Wobei, ihm jetzt diese Runde durchzufahren, ich weiß jetzt nie, ob das klappt, mit den Dingern noch 8 Runden zu fahren. Mal gucken. Und die können wir ein bisschen mehr als 75% reinnehmen. Das ist das ganz Gute. Also, das könnte funktionieren. Ich werde es versuchen, ich werde das Risiko gehen. Zurückhalten müsste es doch, es müsste funktionieren. Ich bin auch konservativ. Mir wird zum Schluss noch ein bisschen zurückhalten und zu fahren. Das würde aber funktionieren. Wir hatten ja locker 30% Reifen. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Bei ihm nehme ich das jetzt mal auf die Gerade raus. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Also der hat 10 Sekunden hat aus dem Wäre, könnten wir ins Bild abschneiden können. Das kann ich schlecht mit Aluminium sieht nicht so gut. Also das sieht nicht schlecht aus, wenn wir das jetzt klappt und durchfahren. Allerdings bezweifle ich das, da muss ich ihn noch mal ein bisschen mehr zurücknehmen. Das klappt nicht, das ist sehr schön. Da nimmt die Ziese ran. Wir hatten das 40%. Das sind noch 5 Runden, das ist ziemlich knapp. Wird glaube ich nicht klappen. Befürchtlich. Deswegen muss ich den jetzt mal ein, zwei Runden noch mal ein bisschen Reifen sparen. Ja, der wird Sponsoren ziehen, wenn wir glaube ich jetzt nicht packen. Auch Vegetto wird noch stoppen müssen. Na, entschuldige bitte jetzt für den Schauer, ich bin ein bisschen verschnupft. Fühlt sich das knapp mit dem Film. Das sieht der Jahre gefressen auf uns zu hören, weil wir einfach so langsam fahren. Die fahren dann deutlich aggressiver als wir. Das wird nicht ganz funktionieren, glaube ich. Das wird sehr, sehr knapp. Auch der sieht aber gefressen. Das wird da komplett gefressen. Das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Das wird, glaube ich, keine Ahnung. Was zu machen, was macht der? Der Warnzustand ist völlig okay. Das wird nichts. Vielleicht kriegst du es noch nicht, aber wir fahren sie zurück halt mit den Reifen. Und der schon bei 32%, das wird sehr, sehr knapp, aber ich fahre jetzt durch. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. Ob ich nur stoppe oder nicht, das ist jetzt egal. Der Alu wird nur noch, die fahren einfach alle viel aggressiver als wir. Wenn der Alu nicht. Das ist schon heftig, wie aggressiv die dann fahren. Und das macht halt sehr, sehr viel aus. Das ist schon. Das ist halt brutal, was das ausmacht. Das ist nicht unbedingt ein bisschen. Ja, das macht richtig was aus. Also, ich habe mir das bei dem bei der RS-Geschichte angeguckt, also bei den Racing Series, bei den anderen Geschichte. Was ist denn jetzt schon wieder? Bremsen schon wieder bei jedem Racing. Ja, die Reifen sind runter, aber das hält noch. Das geht gerade noch so, er wird noch nicht langsamer, das passt sich gerade noch so. Also, das ist besonders gut. Hätte ich eine Linie vorher jetzt in eine Länge fahren müssen, dann hätte es ein bisschen besser gepasst. Aber das war schon kritisch, der ist auch durchgereicht worden. Ja, 15-18 ist nicht schlecht, wenn der Alu den jetzt nicht überholt hätte, wäre es super gewesen. Aber ja, du kannst ihn hier ändern, aber der ist noch relativ schnell. Also, die kannst du halt zum Glück sehr weit runterfahren, den Medien. Die kannst du, glaube ich, bis 15 oder 10% bevor der richtig langsamer wird. Jetzt wird er langsamer.
Sehr schön, das haben wir. Ich gehe jetzt nochmal auf die 10 von Pirlan. Also 14. 18. 14. 17. Nicht schlecht, den hat er noch geholt. Ah, der Uli ist, glaube ich, Benzin ausgegangen, genial. Oh Gott, wir haben sogar Uli und White fast den White hat er noch schon fast geholt. Das ist stark, wirklich schlecht gewesen. Das ist ja das stärkste Team hier eigentlich, die Gelben. Aber damit bin ich sehr zufrieden. War richtig glücklich drüber sein. 14. 17. ist super. Das ist richtig gut. Sehr schön, das sieht sehr gut aus. Bautang 7 Punkte. Vom Bierland 4 Punkte geholt. Lars Uli, ne? Ja, für die schnellste Runde. Aston Landweg momentan deutlich vorne. Wir sind tatsächlich jetzt sogar einen Punkt von Magia Engineering. Mal gucken, wir haben hier Glück. Wir haben hier so ein bisschen Glück und schaffen den 9. Platz. Wäre nicht schlecht, das wäre nicht so schlimm. Wäre nicht schlecht. Also von den Heilen von der Wicke werde ich jetzt ein bisschen Geld zusammenschmeißen, dass sie dann sobald die Dinger fertig sind. Und das überspringen wir jetzt mal. Die sind aktuell bei plus 300.000. Da möchte ich jetzt ein bisschen zusammensparen. Landweg. Ah, jetzt hat der Bauteil noch Nackenprobleme, dann ganz toll. Interview, nimm mal an. Was gibt's hier? Sie hatten etwas Zeit, sich an das Team zu gewöhnen. Was sind im Moment ihre größten Sorgen? Frage, haben wir Sorgen? Haben wir Sorgen? Ich sage, wir machen uns aktuell, glaube ich, gar keine Sorgen. Also aktuell habe ich jetzt für unsere Leistungsfähigkeit keine wirklichen Sorgen. Das ist auf dem Weg, das dauert noch eine Weile. Da müssen wir jetzt ansparen, dass wir sofort entsprechende Maßnahmen treffen können und entsprechend ausbauen können. Temperatur ist fertig. Gut. Sehr schön. Rad drin demnächst. Ah, sehr schön. Dann hat er nochmal Fähigkeit, was für Bella natürlich völlig genial ist. Natürlich sinnlos ein Ende. 4 Tage nach dem Rennen, dann ist die erstmal fertig. Das ist gut. Da kann ich aber noch was reinnehmen. Komm schon. Dann nehmen wir bei euch noch einen Motor mit rein. Das sieht sehr gut aus, dass ich den. Können wir den auch noch verbessern erstmal? Das ist nicht übel. Die zweite Aufführung kriege ich jetzt mal auch noch fertig. Fahrerscodes werden jetzt abgeschlossen, da gucken wir aber jetzt nicht groß rein. Interessiert uns jetzt nicht. Der soll einfach erstmal nur scouten, aber das interessiert uns für uns völlig uninteressant aktuell. Na, die extra Penny, die war nämlich vorher sogar dunkel, heute ich kurze braune Haare. Fahrerisch immer noch klasse. Ich glaube, die hat etwas weniger Potenzial, denke ich fast. Die ist so voll drin, dass das führen. Ansonsten, aber die hat nicht mehr so viel Marktfähigkeit. Das ist mir aufgefallen. Das ist, was mir aufgefallen ist. Die hatte vorher viel, viel mehr Marktfähigkeit. So. Ja, das ist wichtig, die Dinger jetzt auf die Kette zu kriegen hier, weil der Zuverlässigkeit, das ist total schlecht. Ah, der kriegt die jetzt, das ist mir egal. Und dann nehme ich das jetzt im Fokus, das Teil. So. Und der Zuverlässigkeit. 25 Tage nach dem Rennen, das wird dann schon, das wird sich verbessern. Das kriegen wir halbwegs hin. Das dauert noch eine Weile. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt anspannen, dass wir sofort. Ich weiß nicht, was die jetzt kosten, die Teile. Also der kostet 150.000, bei dem weiß ich es nicht genau. Dass wir die beiden Sachen möglichst schnell ausbauen. So, weiter geht's. Deswegen entwickle ich jetzt erstmal nicht. Ah, ist aber auch Probleme. Ganz toll. Ah, das nervt. Nee. Ist mir egal, der kann ein bisschen sauer sein, den machen wir mit drin glücklich, das reicht. Sehr schön. Weiter geht's. Ja. Ich denke, die Folgen werden immer ungefähr so lang, wenn um die 20 Minuten. Schnell weiter. Was das jetzt so weiß ich nie. Ist mir auch ganz egal. Reise nach Peking, genau. Da kommt das nächste Rennen. Die Folge war jetzt nicht so lang. Haben wir jetzt auch nicht so viel zu tun. Sponsoring laufen aus. Team auf, ich gehe 4%. Das ist relativ kurz, aber wir können schon 3 Sterne Sponsoren mitnehmen. Das wäre ganz gut, hier eine Frost anzukriegen von dem vor allen Dingen. Die halten lang. Also eigentlich haben wir hier ein bisschen Zeit, aber für die wäre das nicht schlecht. Wobei, gut, der Hubschrauberlandeplatz bringt uns noch nicht viel. Den würde ich noch nicht ausbauen. Eher das andere, also den fokussiere ich noch nie, weil das hilft uns noch nicht viel. Da müssen wir erst besser werden. Da fehlt uns noch eine Menge bis dahin. Also, ja, das muss besser werden. So, und damit, ja, verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal in Peking. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein paar Kommentare, Feedback würde ich mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne nochmal in den Eurotruck Simulator rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.